ايوه ايوه Leute, wir sind in Berlin in den Flieger gestiegen, hier gelandet und direkt ins Hotel. Wir haben die nächsten 2 Tage 2 Spiele. Leute, Nabe hat heute seinen ersten Einsatz. Er wird von Anfang an spielen. Glückwunsch nachträglich nochmal zum Profidebüt. Ja, ich bin erstmal sehr dankbar und freue mich übertrieben über mein Profidebüt. Es war ein sehr schönes Wochenende, einer meiner schönsten. Es ist eine super Truppe, die haben mich direkt gut aufgenommen. Es ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Jetzt hast du ja eine Art Zwischenziel erreicht, kann man so sagen. Was sind jetzt für dich so die nächsten Steps, wenn es optimal läuft? Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich habe große Ziele, das wissen die Leute. Ja, ich schaue nach vorne. Mal sehen, was die Zukunft für mich bereithält. Hey, Late Night Sport mit dem Brest. Das sind meine Brest. Imani, how are you? Are you fine? Can you tell me? What's your name? What's your name, Imani? We go to making sport. Sport is important for your life. You don't have a life, you don't be important. Are you ready? I'm ready for this. Hey, wir haben Imani ein neues Buch gekauft. Wie macht die Kuh? Kuh. Nein, wie macht die Kuh? Nein, die Kuh macht Mu. Willkommen, willkommen. Wir putzen jetzt gemeinsam unsere Zähne. Zuerst Zahnpasta auf die Zunge. Bravo! Bravo, Imani! Imani kann das schon richtig gut! Bravo! 1, 2, 3. Zähne putzen ist so leicht. 1, 2, 3. Sie spuckt nicht mal. Sie isst die Zahnpasta. Ich bin fertig. Willst du nicht ausspucken? Und wieder, diese Zahnpasta schmeckt unglaublich. Zähne putzen ist so leicht. Hey, Amerika, Amerika, wir wurden eingeladen zu einer guten Sache. Wir wurden eingeladen von der Arche in Berlin. Da soll es viele Kinder geben und uns wurde gesagt, dass sie sich freuen würden, wenn wir dort aufkreuzen. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Niemals vergessen, wo man herkommt. Niemals vergessen. Also, mir wurde das jetzt erklärt. Die Kinder hier haben sich gewünscht, dass ich mal vorbeikomme. Die wissen aber gerade nicht, dass ich da bin. Wir gehen die jetzt überraschen. Yalla. Voilà, voll schön. Ich krieg gleich ein paar Fragen gestellt und die werden beantwortet. Niemals vergessen, wo man herkommt. Niemals vergessen. Amerika, Amerika. Wir haben draußen Essen bestellt. Das ist unser Abendessen. Das sieht nicht so lecker aus, aber glaubt mir, Leute, das ist sehr lecker. Das sind Bandnudeln mit Zwiebeln, bisschen Erdnüsse und ein paar Pilze. Wie schmeckt's? Sympathisch, perfekt, unglaublich. Sehr charmant, extravagant, elegant. Bratan, schmeckt gut? Ja. Wenn's Imani schmeckt, dann ist doch gut. Wie war dein Tag? Erzähl mal. Gut, ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich hatte auch einen erfolgreichen Tag. Danke, dass du mich auch fragst. Hey, Nada, was ist los? Luisa, ich bin krank. Was soll ich machen? Wie kann ich dir helfen? Ich meine, ich brauche Tee. Kannst du mir bitte Tee bringen? Ja. Ich meine, was hast du da für mich vorbereitet? Tee. Hey, Amerika, Amerika, es wird wieder Zeit für Romantik. Ihr müsst euch Romantik vorstellen wie ein Handy-Akku. Wenn du ein Handy nicht auflädst, dann geht Akku leer. Und so ist auch mit der Liebe. Du musst immer wieder diese Liebe aufladen. Deshalb gehen wir jetzt mein Perle Blumen kaufen. Und ihr wisst alle Leute, Luisa liebt Blumen.
Deshalb holen wir jetzt einen schönen Blumenstrauß. Da gehe ich jetzt Blumen holen. Amerika, Amerika! Erkennt man, dass es ein Herz sein soll? Ich finde irgendwie nicht. Egal, das ist ein Herz. Luisa wird es schon erkennen. Ab geht's zu meinem Perle. Mein Perle, ich bin auf dem Weg. Ey, scheiße, Imanis Rose ist umgeknickt, ja? Ich habe eine Idee. Dann sieht das nicht so kaputt aus. Einen Moment. So, sieht doch schon mal viel besser aus. Die Romantik, die Romantik. Romantik ist wichtig im Leben. Ich gebe euch mal einen Romantik-Tipp. Wenn deine Frau auf dein Kind aufpasst und deshalb die Nacht vielleicht nicht so gut geschlafen hat und sagt, ah, mein Rücken, dann hältst du einfach deine Schnauze, weil sie hat recht, sie passt auf dein Kind auf. Halt deine Schnauze und versuch sie wieder glücklich zu machen. Los geht's. Oh mein Gott, warum? Warum? Weil du die Nacht nicht gut geschlafen hast, weil du auf meine Tochter aufgepasst hast. Dankeschön. Bitteschön. Du bist die schönste Frau der Welt, weißt du, ne? Danke. Aber du hast die Tür aufgemacht, als wenn du Streit mit mir suchst. Was ist los? Was wäre passiert, hätte ich diese Rosen nicht in der Hand? Oh, Bratan, wie geht's, Bratan? Die Blume ist für Imani. Riecht gut? Erkennst du die Form? Was soll das sein? Was soll das sein? Wonach sieht es denn aus für dich? Ein Kreis. Ein Kreis. Das ist ein Kreis, Luisa. Ich habe ihnen gesagt, mach einen Kreis. Hey, guck jetzt, was ich an Imani beobachtet habe. Egal, was du sagst, sie sagt immer das letzte Wort. Baba, Mama, Baba, Mama, Baba, Mama, Mama, Baba. Baba, Mama, Baba, Mama, Mama, Baba, Mama, Baba, Mama. Sie nimmt immer das letzte Wort. Baba, Mama oder Mama, Baba oder Baba, Mama, Mama, Baba, Mama, Baba, 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 Mama. Siehst du immer das letzte Wort? Amerika, Amerika. Lange ist her, lange ist her. Wir stehen hier vor einem Laden, wo Luisa uns eingeladen hat. Luisa, erzähl die Details. Leute, wir gehen heute polnisch essen. Spezialität ist Pierogi. Mila und Nada haben noch nie in ihrem ganzen Leben Pierogi ausprobiert. Oh, das ist gut. Das ist halt was ganz anderes als Arabisch. Erinnert dich das an Kindheit? Dann müssen wir öfter herkommen. Ich will, dass du dich immer Kind fühlst. Gib mal Imani ein Pierogi. Was sagst du, Mila? 10 von 10. Apfelzimt, das Beste von allen. Wirklich das Beste. Ich gebe da 100 von 100. 100 von 100? Ja. Aber das mit Schwellen, weißt du, ne? Wenn wir gestorben sind, leben wir noch. Seid ihr eingeschlafen? Hey, what?